Die kennt wahrscheinlich auch jeder oder zumindest vom Aussehen her. Recht lange Stiele, dann diese lanzettförmigen Blätter mit diesen Zipfelchen, mit den ganz klein angedeuteten Zipfelchen und oben eher fast so gänseblümchenartig die Blüten. Das ist das Berufkraut. Das wächst hier meistens fast an, also aus den Ritzen beim Gehweg oder an so Gemäuerchen oder an Schotterplätzen. Oder an Bauplätzen, da findet man die ganz, ganz gut. Hier auch nochmal das Berufkraut. Sieht von oben so aus. Hier sind sie einfach nochmal ein bisschen kleiner. Finde ich auch immer ganz gut, wenn man das in verschiedenen Stadien sich nebeneinander angucken kann und die Pflanze irgendwann auch mal viel schneller erkennen zu können. Ich habe das jetzt noch nicht ganz rausgefunden, wie die Blätter da wachsen. Habe mich mit dem Berufkraut auch noch nie so richtig auseinandergesetzt. Aber ja, vielleicht schreibe ich dann noch was dazu. Ich bin eigentlich jetzt gerade auf dem Weg in die Werkstatt und unterwegs, auf dem Weg dorthin, wollte ich noch mal filmen, was mir da alles so über den Weg kommt. Hier haben wir eine Nachtkerze und die heißt so, weil die Blüten, die da so schön offen sind, die gehen eigentlich erst bei Dämmerung auf. Also die Nachtkerze, die Blüten, die öffnen sich über Nacht und verblühen dann am nächsten Tag wieder. Also die sind eigentlich nur kurz mal da und verblühen dann wieder. Aber dafür geht es bis spät im Herbst rein, dass immer wieder neue Blüten aufgehen. Und erst wenn sie sich voll entfaltet hat, so wie hier oder hier, wenn man daneben steht, dann riecht man einfach diesen typischen Nachtkerzenduft. Das ist so ein süßlicher, verlockender Duft. Und diese Knospen, ich finde, die sehen immer aus wie so kleine Peperonischoten, so rote. Der Stängel ist behaart und hat auch diese kleinen roten Tüpfelchen dran. Fühlt sich so feucht irgendwie an der Stängel. Auch mal interessant, die Blätter genauer zu betrachten. Hoppla. Also die sind behaart, das ist, also fühlt sich ganz flaumig an. Und so würden die Blätter aussehen. Die haben nämlich auch so ganz leichte Zacken. Was hier hinten ist, ist auch auch flaumig. Aber gleich grün wie vorne. Oh, das riecht so gut hier. Also die Nachtkerze, da kann man eben, wenn die Samen da sind, da wird ja dieses Nachtkerzenöl auch hergestellt daraus, was zum Beispiel sehr gerne für Frauen in den Wechseljahren oder für Hormonungleichgewicht gern genommen wird. Man kann die Blüten auch so essen. Die schmecken wirklich zauberhaft. Ich habe auch schon gehört, dass man die geschlossenen Knospen wie Gemüse nehmen kann. Eigentlich wäre die ganze Pflanze essbar. Und spannend ist auch noch die Wurzel. Habe ich zwar selber noch nie ausprobiert, aber gehört und auch schon gesehen, dass die Wurzel wie durchwachsener Speck aussieht. Und auch so leicht eben wie Speck schmecken soll, habe ich jetzt so noch nie gehabt, aber man kann daraus wirklich einen super leckeren Eintopf herstellen. Also zumindest die den schon mal gegessen haben, sind ganz begeistert davon. Ja, wenn mir noch was einfällt zur Nachtkerze, da gibt es noch eine Besonderheit. Also bei der Nachtkerze kann man förmlich zugucken, wie die aufgeht, wie die Blüte sich entfaltet. Da kann man sich in der Dämmerung daneben setzen oder ganz früh noch, also wenn man ganz früh rausgeht, wo die Sonne noch nicht so richtig aufgegangen ist, dann kann man zusehen,
wie die Pflanze aus der Knospe so langsam sich ausweitet. Also das ist wie, als ob man in Zeitraffer dann daneben steht. Also wenn ihr da mal Lust drauf habt, es gibt bestimmt auch Videos dazu. Ich hatte jetzt die Gelegenheit noch nicht, mich in der Dämmerung hierher zu setzen, weil ich, wie gesagt, auch noch andere Projekte habe. Aber ich habe das letztes Jahr selber auch schon gesehen, bloß halt noch nicht aufgenommen. Und es ist wirklich, ja, das ist schon ein Ereignis, das einen auch berührt, zu sehen, wie diese Blüte da aufgeht dann. Ja, Nachtkerze. Das hier ist die kanadische Goldrute, die ist noch nicht in der Blüte. Und ich habe die in dem frühen Stadium verwechselt mit dem Berufkraut, weil die Blätter sich so ähnlich sind. Ich zeige euch noch einmal vom Berufkraut die Blätter. Die haben nämlich auch diese Zipfelchen. Und die hat nämlich da diese kanadische Goldrute auch. Allerdings ist hier der Stiel, der ist ganz flaumig. Also das ist eher was Samtiges, nicht rau und borstig, sondern eher samtig behaart. Und er ist rund. Der ist also nicht so kantig, wie das jetzt beim Berufkraut war. Und die Blätter, die fühlen sich auch so an, als ob die behaart werden. Ja, ich habe mal eins abgenommen und wenn man das so entgegengesetzt über die Lippen streift, dann merkt man, dass es ganz, ganz kleine, kurze Behaarung ist, die wie so eine Katzenzunge reibt an den Lippen. Aber es ist, freut mich, dass ich die jetzt auch unterscheiden kann. Braucht noch ein bisschen bis zur Blüte. Das Fünf-Fingerkraut, das habe ich ein wenig vernachlässigt, weil es so viele andere interessante Pflanzen gibt. Und das ist mir halt sehr geläufig, aber ich wollte es jetzt trotzdem mal zeigen, weil das halt eine Pflanze ist, die man gut, also das ist einfach auch ein astringierendes Mittel, aber man kann es eben gut in Smoothie tun oder mit in den Salat reinschnippeln. Fünf-Fingerkraut ist klar warum. Weil es aussieht, als ob es fünf Finger wären und die Blätter sind so gezackt, fast wie bei einem Erdbeerblatt. Ist, also ähnelt dem Erdbeerblatt von dieser Zahnung her sehr. Und da haben wir sogar noch eine Blüte dazu. Das wäre jetzt halt vom Fünf-Fingerkraut die Blüte. Also fünf Blütenblätter. Es gibt noch ein anderes Fünf-Fingerkraut, das wäre der Blutwurz. Das hätte dann vier Blütenblätter. Hier sehe ich noch eine Königskerze und den Blüten nachzuurteilen. Und weil sie etwas kleiner gewachsen sind und die Blätter auch eben nicht so dieses Graufilzige haben. Sie sind zwar schon behaart, hinten und vorne. Hinten ist es, also Blattrückseite ist auch etwas weißlicher wie vorne. Und die Blüten, die haben da eben diese dunklen, diese weinroten Staubblätter. Jetzt weiß ich es wieder. Kann man das so sehen? Ja, das ist schwierig so. Auf jeden Fall ist es die schwarze Königskerze. Es gibt ja die jeder fast kennt, diese hochgewachsene. Und hier habe ich dann einmal zufälligerweise eine schwarze Königskerze getroffen. Die ist auch wesentlich kleiner. Ich habe aber in Natur auch noch nie gesehen, wie groß die wirklich werden kann. Und schaut mal, immer, also die wachsen eben auch nicht paarig gegenüber, sondern auch wieder diese typische Wendeltreppe, sag ich mal. Und in jedem Blatt in der Achse sieht so aus, als ob da Blüten kommen. Hier oben auch. Sehr schön. Hier unten kann man das am Blatt auch eher sehen, dass die so rundlich gezahnt sind. Ne? Hier habe ich eine schwarze Königskerze nochmal gefunden, wo sehr viel mehr schon von diesen Blüten aufgegangen sind.
Ich finde es so schön, im Detail immer anzugucken. Ich versuche das mal für euch so einzufangen. Oh, ist echt schön. Ja, die Königskerze, jetzt rein von der Heilwirkung her, weiß ich jetzt so spontan, dass man die Blüten auch bei schleimlösenden Mitteln einsetzen kann. Aber eigentlich zeigt ja sie so Rückgrat, gell? Also das ist jetzt wieder das, was für mich so ankommt, dieses Rückgrat. Ich helfe dir, Rückgrat zu bewahren. Könnte man eventuell als Botschaft verstehen. Hier haben wir nochmal den Rheinfarn. Jetzt ist er schon ziemlich hoch gewachsen. Ist bestimmt schon 1,50 Meter hoch gewachsen. Da sind schon die Ansätze von den Blüten, die dann später so gelbe Knöpfe bilden. Früher wurde das als Wurmmittel eingesetzt, teilweise auch als Abtreibungsmittel. Man muss echt achtsam umgehen, aber zum Räuchern kann man es gut verwenden. Auch zur Mückenabwehr wird es heutzutage gerne noch genommen. Eben vor allen Dingen zum Räuchern oder einfach ein paar Sträußle. Also wenn die dann blüht, nehme ich mir immer ein paar mit, verbinde die zusammen und hänge die im Wohnzimmer auf. Man kann das vor sich hin trocknen und dieser Duft, den mögen die Fliegen und Mücken nicht so gerne. Hier ist der wilde Majoran oder wilder Dost wird er auch genannt. Ich weiß nicht, ob ich die Blüten da gut einfangen kann. Mal schauen. Na. Jetzt. Finde ich auch interessant. Also die sind auch wieder kreuzgegenständig, die Blätter. Die haben immer mehrere Blätter an einem Blattstiel dann dran. Na. Da ist der Stiel ist behaart und die Blätter auch. Die sind so eiförmig, spitz zulaufend und die Blätter sind auf der Blattrückseite behaart. Vielleicht kann man das hier sehen. Ich habe extra mal eins abgemacht. Hier haben wir das Steinklee. Ich zeige mal so diese komplette Pflanze. Da gibt es den weißen und den gelben Steinklee, also mit gelben Blüten oder weißen Blüten, da erinnern diese Blätter wirklich an den Klee. Und diese Kleeblüten wie an den weißen Klee, bloß eben langgezogen am Stiel, aber die Blütenblätter, die erkennt man wirklich, dass das ein Klee ist. Wenn man da daneben sitzt, dann duftet da ein herrliches Kumarin entgegen. Noch mehr, wenn man sie zum Beispiel, wenn man sie anwelkt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch bei Wassereinlagerungen eine sehr beliebte Pflanze zum Einnehmen. Man kann sie als Tee nehmen, natürlich auch im Smoothie, wenn man möchte. Und letztens habe ich von einer Anwendung gehört, die... Also in Öl einlegen, dann hat man am Mittel bei geschwollenen Beinen und Krampfadern. Und das werde ich dieses Jahr wirklich ausprobieren. Dann gucke ich mal weiter, da drüben wäre nämlich gleich der gelbe Steinklee. Den habt ihr jetzt bestimmt, der ist hier überall zu sehen. Wenn man da hinten guckt, dann sieht man vom Weiden, wie so dieser Habitus aussieht. Also wenn man vom Weiden, ich finde, es ist auch immer wichtig, dass man vom Weiden die Pflanze auch mal erkennen kann oder sie gesehen hat, um sie dann einfach auch ja, vom Weiden erkennen zu können. Ja. Hier haben wir dieselbe Pflanze noch einmal in Gelb quasi. Ja. Die sind eben gelb und da werde ich jetzt tatsächlich hauptsächlich vom Gelben mir was mitnehmen
Und das in einem Öl, aber ich glaube, diesmal würde ich es nicht in einem Olivenöl machen, sondern in einem eher neutralen, vielleicht Mandelöl oder sowas. Mal gucken.